Stirbt der Sinn von MMORPGs so langsam aus? Sind MMORPGs gerade in der Existenzkrise? Wird der Sinn, warum sie mal geschaffen worden sind, aussterben? Hey, ich bin's André und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um MMORPGs. Unterstütze den Kanal mit deinem Abo und verpasse nichts mehr mit der aktiven Glocke. Ich spiele seit 20 Jahren MMORPGs mit voller Begeisterung, doch diese ist heute anders als damals. Für mich war der Einstieg in diesem Genre eine neue Welt und ich war süchtig danach. Nachdem ich mit World of Warcraft begonnen habe, folgten in den nächsten Jahren immer mehr Spiele, die dem großen König Konkurrenz machen wollten. Doch damals war ein Spiel darauf ausgelegt, dass du mit anderen zusammenspielst. Es gab nur bestimmte Quests, die du nur mit anderen machen konntest. Um besseres Gear zu bekommen, musstest du in schweren Prüfungen dich beweisen und am Ende war für dich vielleicht gar nichts dabei. Der Frust war hoch, doch, aber du machtest trotzdem weiter. Gilden waren eine Gemeinschaft, du kanntest nach kurzer Zeit den ein oder anderen, weil ihr öfters was zusammen gemacht habt, deine Freundesliste füllte sich wöchentlich. Doch was ist heute noch davon geblieben? Warum mussten sich die Spiele so um sich selber drehen, dass man heute eher sagen kann, man spielt ein Solo-RPG mit optionalen Multiplayer-Inhalten? MMORPGs sind so alt wie ihre Spieler und damals waren wir alle noch jung und heute sind wir erwachsen, haben Familie mit Kindern, einer Frau und einem Hund. Trotzdem will ich spielen, habe aber nicht mehr so viel Zeit wie früher, weil der Wecker morgen früh wieder um 4 Uhr klingelt. In den letzten 10 Jahren kamen immer weniger MMORPGs auf den Markt, weil die jungen Leute von heute ein eher anderes Ziel verfolgen. Die Spiele haben ihren festen Spielerstamm gefunden und es kommen heute nur noch wenig neue dazu. Man musste also umdenken und veränderte die Spiele für Menschen, die weniger Zeit heute haben als damals. Was kannst du heute alles in 3 Stunden erleben und was früher? Vielleicht sind wir auch selber schuld, weil wir älter wurden und das Spiel hat sich nur unserem Lebensstil angepasst. Trotzdem brachte Blizzard 2019 die Neuauflage von World of Warcraft im Classic-Gewand raus und das mit Erfolg. Es zeigt, dass Spieler doch lieber wieder mehr dafür tun wollen, um etwas zu erreichen. Bis heute ist es ein wichtiger Stützpfeiler für Blizzard geworden. Ich selber spiele sehr aktiv wieder Herr der Ringe online, denn für mich ist es perfekt und mit meinem Tempo werde ich auch noch Jahre zu tun haben. Ich wünsche mir sehr, dass dieses Genre nie aufhören tut und ich noch viele schöne Jahre drin verbringen kann. Denn es gibt für mich nichts Schöneres, nach einem langen, harten Tag in einer tollen Fantasy-Welt zu entspannen, um mit ein paar netten Leuten zu reden. Doch an eins müssen wir uns gewöhnen, wenn wir die neuen Blockbuster spielen wollen. Wir müssen uns an das Schnelle gewöhnen, das uns auch viel alleine durch die Welten streifen lässt. Wie siehst du das? Wie lange spielst du schon in diesem Genre? Wie sind deine Erfahrungen mit der Zeit? Schreib mir deine Geschichte mal unten in die Kommentare, ich freue mich, sie zu lesen. Wenn du noch nette Unterhaltung suchst, dann besuche mich in einem meiner Livestreams hier auf YouTube. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß beim Spielen und eine aufregende Zeit.